Hallo, ich heiße Tina. Ich bin in Wien geboren. Ich bin Architektin. Ich habe an der TU Wien Architektur studiert und bin im Shinergy seit ungefähr 3 Jahren. Trainiere ich Kampfkunst. Ich habe im Shinergy begonnen mit Yoga und bin dann vorbeigegangen bei den Räumlichkeiten, wo Kampfkunst trainiert wurde, am Weg zur Garderobe. Und habe mich angefangen, im Vorbeigehen dafür zu interessieren und habe mir gedacht, das möchte ich mir genauer anschauen, was die da drinnen Tolles machen. So bin ich eigentlich zur Kampfkunst gekommen. Ich glaube, es ist schon eine Auseinandersetzung mit sich und mit dem anderen spürbar gewesen. Also es hat sich einfach interessant angefühlt und hat interessant ausgesehen, dieses Miteinander sozusagen sich einzulassen auf jemanden anderen und nicht alleine wie im Yogaraum auf der Matte für sich zu trainieren, sondern im Kontakt mit anderen Menschen zu sein, sich auszutauschen und sich miteinander sozusagen zu bewegen. Die größte Herausforderung am Anfang hat sich herausgestellt, dass das diese Partnerübungen und der Kontakt mit anderen Menschen ist. Also das, was ich am Anfang so faszinierend fand, dass man eben nicht alleine auf der Yogamatte ist, sondern in Kontakt mit anderen ist, hat sich auch als schwierig herausgestellt, weil natürlich unterschiedliche Trainingspartner unterschiedliche Dinge mit einem auch machen, auch jetzt mental und auch emotional, dass man eben sich berührt, dass man sich aufeinander einlässt und miteinander trainiert und nicht für sich alleine sozusagen sportlich sich betätigt. Ich habe dann nach einiger Zeit des Trainings mit der Trainerausbildung begonnen, weil mich einfach die Philosophie interessiert hat. Ich wollte einfach hinter die Kulissen blicken, was da wirklich dahinter ist, wie die Trainings aufgebaut sind, was der Ronny sich dabei überlegt hat, wie das entstanden ist, die Geschichte dazu, die Philosophie, den Aufbau. Und einfach noch tiefer in die Materie einzusteigen, das war eigentlich die Intention. Gar nicht so sehr das selber zu unterrichten, von dem wusste ich anfangs nicht, dass es mir später so viel Spaß machen würde. Aber am Anfang war es einfach das große Interesse, mehr darüber zu erfahren, mehr dazu zu wissen. Ich glaube, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen ist in meinem Dafürhalten nicht so entscheidend, was das anbelangt. Ja. Ich glaube, dass es natürlich einen körperlichen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Es gibt mit Sicherheit auch Stereotype, Eigenschaften oder Dinge, die man Männern und Frauen zuschreibt. Ich glaube aber, dass das im Training miteinander nicht so eine große Relevanz hat. Ja. Ich glaube, dass im Training man sich sehr angleicht und sehr, also ich, diesen Konflikt zwischen Mann und Frau auf die Matte zu transferieren, das würde ich nicht unterschreiben. Ja. Also für mich ist es auf jeden Fall sicher nicht so. Ja. Die Verbindung, die ich auch im Kampfsport zu meinem Beruf sehe, ist diese Kreativität. Das heißt, als Architekt schafft man in kreativen Prozessen Gebäude oder es entstehen Projekte. Und in der Kampfkunst, finde ich, ist es auch ein sehr kreativer Prozess, etwas aus sich herauszuholen, was da ist, was man erst aktivieren muss, was in einem schlummert, was quasi zum Vorschein kommt im Tun. Ich glaube, als Vorbild würde ich mich insofern sehen, dass es für zum Beispiel junge Menschen, aber eben auch ältere Menschen ein Zeichen gibt, dass es möglich ist, das zu machen, die Kampfkunst zu machen, egal ob man ein Mann oder eine Frau ist, egal ob man 15 ist oder 50, dass es egal ist, welches Geschlecht, welches Alter man hat, dass es einem sehr viel Stärke und Selbstvertrauen gibt und dass es für jeden etwas Positives bereithält, egal wo im Leben man steht, dass es dich da abholt, wo du es vielleicht brauchst. Ja.